So, Leute, damit sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und zwar ANT Storm, Ad Nauseum Tendrils Storm Legacy. Ja, ein Deck, was ich schon sehr lange besitze, schon sehr lange spiele, aber irgendwie hat es nie geschafft, mein absoluter Favorite zu werden. Dementsprechend gucken wir uns das Deck heute mal an. Wir haben hier eine Insel und einen Sumpf. Warum Snowcovered? Damit wir uns verstecken können. Das erkläre ich euch gleich, warum man diese Wahl aktuell nimmt. Dann kommen wir zu dem leicht teuren Teil, ganz minimal. Zwei Underground Seas, eine Volcanic Island, eine Tropical Island und ein Bayou. Im Endeffekt, die ganzen Duels als Länder, die wir haben, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Dementsprechend werde ich auch die nächsten beiden Karten ziemlich einfach übergehen können. Also ich zeige es euch, dass sie drin sind. Polluted Delta und Misty Rainforest. Na komm, da. Einfach grün-schwarze, blau-schwarze Fetchländer. Mit dem Polluted können wir jede Karte fetchen, mit dem Misty Rainforest können wir jede Karte außer den Swamp fetchen. Deswegen gehen manchmal Leute hin und nehmen hier den vierten Misty Rainforest und nehmen dafür eine schwarze Fetchquelle. Dann kommen wir zu der nächsten Rubrik. Und zwar Cantrips. Cantrips, einfach nur eine Art von Card Draw, damit wir unsere Combo-Pieces finden. Wir spielen blau, wir spielen 4 Brainstorms. Wir spielen blau, wir spielen 4 Preordain. Preordain erkläre ich jetzt mal ein bisschen mehr. Brainstorm solltet ihr wissen, wenn nicht, könnt ihr das auch an der Stelle dann pausieren, wenn es reinzoomt, so wie das jetzt hier das der Fall ist. Preordain ist für ein Mana, Scry 2 und dann zieht ihr eine Karte. Ist einfach der schlechteste der drei Cantrips, aber wir brauchen 4 Stück, weil wir einfach Cantrips brauchen. Früher hatten wir hier eine Getaxian Probe, aber die dürfen wir nicht mehr spielen. So, der zweitbeste Cantrip, Ponder, kommen wir jetzt zu. Kommt hier ins Bild geflogen. Ihr ruft euch obersten drei Karten an. Könnt ihr schaffen, wenn ihr wollt. Legt sie im Lebe Reihenfolge und zieht eine Karte. Das Gegenteil von Karten ziehen ist dem Gegner Karten wegnehmen. Also hat dieses Deck eine Art Discard-Plan. Dieser Discard-Plan besteht aus 4 Duras, mit denen wir Karten wie Force of Will oder Force of Will oder Force of Will oder Stifle rausnehmen. Und wir haben 4 Thoughtseize drin. Mit Thoughtseize versuchen wir sowas zu treffen wie Force of Will oder Stifle. Jetzt haben wir den Grundplan von diesem Deck. Wir können den Gegner seine Karten denyen, wir können selber unsere Karten finden. Wie gewinnen wir jetzt? Wir gewinnen, indem wir in einer Runde ganz, ganz viele Karten spielen und ganz viel Mana produzieren. Deshalb fangen wir an mit 4 Lotus Petal. Mit Lotus Petal einfach der Null-Mana-Spell, der einfach beim Opfern, Tappen opfern und ihr kriegt Mana mit dieser Farbe. Ziemlich, ziemlich gut, ziemlich, ziemlich solide, weil macht Fast Mana. Es ist etwas fastere Mana, macht das Lion's Eye Diamond. Lion's Eye Diamond hier, ich glaube, mittlerweile die teuerste Karte in dem Deck. Zumindest das Playset, abgesehen von den Duels. Ist ein Null-Mana-Artefakt, das ihr opfern könnt und eure Hand abwerfen könnt und bekommt 3 Mana beliebiger Farbe. So, wofür das wichtig ist, zeige ich euch gleich. Dann kommen wir zu mehr Mana. Und mit mehr Mana in Schwarz, selbst die ganz alten Hasen wissen es, es gibt da keine bessere Karte als das Dark Ritual. Mit Dark Ritual können wir einfach für 1 Mana 3 Mana machen. Und für 1 Mana 3 Mana machen und ein Zauber spielen, schon ziemlich, ziemlich gut. Ansonsten haben wir hier auch nochmal Kabal-Ritual. Kabal-Ritual ist ein 2-Mana-Instant, der halt aus 2-Mana 3-Mana macht. Es sei denn, wir haben 7 oder mehr Karten im Friedhof, dann macht der 5-Mana. Wir haben meistens 7 oder mehr Karten im Friedhof. Also entweder ist es so, dass wir halt mit Lotus Petal, Fetchländern, Brainstorm, Ponder, Thoughtseize genug Karten im Friedhof haben oder wir generieren uns einfach genug Karten mit Dark Rit, Kabal-Rit, damit wir auf diese Mana-Kasten kommen. So, dann haben wir eine Menge Mana gemacht. Was machen wir mit diesem Mana? Wir spielen einen Tutor. Der erste Tutor, den ich euch zeigen möchte, ist der Infernalische Tutor. Ist ein 2-Mana-Tutor, wo man eine Karte aus seiner Hand vorzeigen kann und durchsucht dann dein Deck nach einer Karte mit demselben Namen, zeigt sie vor, nimmt sie auf die Hand. Wenn man keine Karten auf der Hand hat, darf man sich irgendeine Karte aus dem Deck nehmen und die einfach auf die Hand nehmen, ohne sie vorzuzeigen. Diese Karte ist halt super wichtig in Kombination mit Lion's Eye Diamond, weil man setzt diese Karte, man spielt die Karte, setzt sie auf den Stack und opfert dann das Lion's Eye Diamond, bei dem man ja seine Hand abwerfen muss. Und beim Resolven vom Infernalischen Tutor hat man keine Handkarten mehr. Egal wie viel man vorher hatte, dann hat man keine mehr. Das ist halt die Interaktion, die hier ziemlich wichtig ist. Kennen aber wahrscheinlich auch schon die meisten. Der nächste Tutor ist etwas, worüber ich mich persönlich sehr freue. Normalerweise würde man hier auch andere Tutoren spielen können. Man braucht einen 5. Tutor, meiner Meinung nach. Ich spiele aktuell einen Grim-Tutor. Wahrscheinlich auch einfach nur, weil er neu ist. Ich habe mich jetzt nach jahrelangem Rumgeballere mit diesem Deck gefreut, dass ich endlich den Grim-Tutor spielen darf. Ob er wirklich besser ist als zum Beispiel das Witchclaw-Amulett oder als der 5-Mana-Tutor.
Weiß ich noch nicht. Das muss ich testen. Ich spiele ihn aktuell. Ich finde ihn einfach auch wunderschön und ich bin froh, ihn endlich spielen zu können. So, was möchten wir jetzt mit diesen Tutoren finden? Mit diesen Tutoren möchten wir in erster Linie unsere Wind Conditions finden. Das ist einmal Tendrils of Agony. Das ist ein 4-Mana-Zauber, der den Gegner 2 Leben verlieren lässt und ihr bekommt 2 Leben. Mit Storm bedeutet, für jede Karte, die ihr vorher gespielt habt, für jede Karte, die ihr ausgespielt habt, bekommt ihr eine weitere Kopie davon. Das bedeutet, wenn ihr vorher 9 Zauber gewirkt habt, bekommt ihr 9 Kopien hiervon und könnt damit dann insgesamt 20 Schaden machen. Das ist das Ziel des Decks. Die meisten gehen auf 10 Spells, ich sag 9 reichen. Wenn man vorher die Hand leer gemacht hat, das vergessen sehr, sehr viele. Weil der Originalspell ist natürlich auch noch auf dem Stack. Das ist eine Möglichkeit zu gewinnen. Die andere Karte, mit der man auch gewinnen kann, ist Empty Devorants. Das ist eine 4-Mana-Sorcery, die halt sagt, ihr kriegt 2-1-1 Goblins für den Storm, den ihr vorher hattet. Also für nochmal Storm obendrauf. So ist es richtig. Das ist halt, wenn man in der ersten Runde so 10 bis 15 Goblins macht, kann das halt auch schon dazu führen, dass man Runde 2 oder Runde 3 einfach gewinnt. Deshalb auch eine gute Karte, gerade jetzt in einer Meta, wo ganz viele Leute Veil of Summer spielen, ist das natürlich mit den Goblins die sicherere Sache. Wie kommen wir jetzt auf einen höheren Storm-Count? Auch hier ist ein Tutor-Target. Ich habe Spiele einen One-Off Past in Flames. 4-Mana-Sorcery. Jede Instant und Sorcery aus eurem Friedhof bekommt Flashback. Und für 5-Mana können wir das Ding auch flashbacken. Wichtig, kann man damit halt ganz cool interagieren mit Darkrit, Kabarit, Tutor, Knack, Lion's Eye Diamond, Hull Past in Flames, weil ich rotes Mana mit dem Lion's Eye Diamond mache, spiele Tutor, Kabarit, Darkrit, spiele wieder den Tutor. Damit kann man halt Storm generieren. Oder wenn einem irgendwas gekontert wurde oder gediscardet wurde, wie zum Beispiel das Tendrils oder das Empty, kann man das damit auch einfach wieder spielen. Unsere letzte Karte, eine der namensgebenden Karten, ist Ad Nauseum. Bis zum Erbrechen. 5 Mana Instant, ihr zeigt die oberste Karte eures Decks vor und ihr verliert Lebenspunkte in Höhe der Mana-Kosten dieser Karte. Jetzt hat man gerade eben gesehen, die ganzen Cantrips sind bei 1, die Lotus Petal und Lion's Eye Diamond bei 0, die Länder 0, Darkrit, Kabarit 1, 2. Die einzig teuren Karten sind tatsächlich unsere Tutor-Karten, deswegen spielen wir die auch sehr, sehr wenige und zwar wirklich jeweils nur einmal. Das Ad Nauseum zum Glück selber ist ja schon weg und damit ziehen wir im Durchschnitt so 10 bis 20 Karten. Also das ist zum Beispiel so eine Karte, da sterben ganz viele Stormspieler drin, gerade ungeübte Stormspieler sterben da sehr, sehr schnell dran, weil sie nicht wissen, wann sie aufhören müssen. Das findet man aber nur durch Übung raus. Soviel zum Mainboard. Wir gucken uns jetzt nochmal das Sideboard an. Im Sideboard haben wir erstmal eine Menge Bounce-Karten, wie Echoing Truth. Spiele ich zweimal, einfach um hinzugehen und wirklich Non-Land-Permanent zurück auf die Hand zu bouncen, die denselben Namen haben. Damit kann man zum Beispiel 2 Chalice loswerden oder im Notfall auch ein Marit Lager. Aber im Durchschnitt wird man damit 2 Chalice, 2 Trinisphären oder irgendwas in dieser Richtung wird man damit halt los. Auch Talias oder sonstiges. Chain of Vapor ist eher so ein Kreaturen-Removal, weniger gegen Chalice, weil die ist halt wichtig gegen Chalice, weil Chalice ist eine doofe Karte für uns. Mit Chain of Vapor können wir halt nicht Land permanent zurück auf die Hand nehmen und ihr könnt ein Land opfern, um diesen Zauber zu kopieren. Das ist ziemlich, ziemlich cool, wenn ihr noch ein paar rumfliegende Lion's Eye Diamonds oder ähnliches habt und ihr wisst, dass ihr gewinnt. Dann geht ihr einfach hin und habt zum Beispiel hier 2 Lion's Eye Diamonds und 2 Länder. Tappt das Mana aus den Ländern, spielt Chain of Vapor, Bounce. Und dann wird das nochmal kopiert für den dritten, für den Gegner. Und damit nehmt ihr die zurück auf die Hand und spielt sie wieder aus und generiert damit einfach ziemlich, ziemlich viel Storm. Dann haben wir Hercus Recall, das ist ein 2-Mana Instant, der alle Artefakte zurück auf die Hand bringt. Man sieht, wir haben hier mit diesen Hate-Piece-Artefakten wirklich ein Problem. Und das ist so unsere Antwort-Range im Thema Bounce darauf. Ein weiteres Thema wäre es einfach nur, die Dinger kaputt zu machen. Dafür spiele ich aktuell 2 Abrupt Decays, einfach nur, weil sie halt unkonterbar sind und damit man safe Dinge kaputt macht. Man könnte hier auch andere Sachen spielen, aber ich finde Abrupt Decay schon ziemlich wichtig. Bei Grün ist ebenfalls das One-Off Xanted Swarm cool. Man hat zwischenzeitlich auch eine andere Kreatur gespielt, so eine Artefakt-Kreatur, weil zwischenzeitlich konnte man in diesem Deck halt easy peasy den Lurrus spielen. Der ist mittlerweile ziemlich kacke und ich glaube im Legacy mittlerweile sogar auch gebannt. Ja, im Legacy ist auch gebannt. Dementsprechend spielt man wieder Xanted Swarm. 1 Mana 0-1 fliegend. Wenn er angreift, kann der Gegner keinen Zauber mehr spielen. Ist im Endeffekt ein Squelch. Ihr geht hin. Du spielst nichts mehr. Storm 1, Storm 2, Storm 3. Und ich habe gewonnen. Die meisten Leute boarden gegen uns eben ihren kompletten Kreaturen-Removal raus, weil wir besitzen keine Kreaturen außer einem Sideboard. Und das war's. Und dementsprechend ist das schon ganz gut. Dann ebenfalls, um unsere Combo zu beschützen, weil Veil of Summer ist aktuell überall, weil Veil of Summer ist eine gute Karte. 1 grünes Mana Instant. Ihr zieht eine Karte, wenn der Gegner einen blauen oder schwarzen Zauber die Zone gespielt hat, also ein Discard und ein Counter im Durchschnitt. Und Zauber, die ihr spielt, können nicht gekontert werden. Und ihr und Permanente, die ihr kontrolliert, haben Hexproof vor Blau und vor Schwarz. Nicht nur ist die Karte ziemlich gut gegen uns, sie ist auch ziemlich gut mit uns. Dementsprechend gegen Konter oder ähnliches die Karte einfach nur ziemlich, ziemlich, ziemlich gut.
Dann zwei Pflasterstorm, einfach weil Delver nun mal auch nicht so das geilste Matchup ist mit Counter, Burn und einer Fast Clock. Damit kann man eben mal so ein Counter-War ganz easy gewinnen, ähnlich wie mit Veil of Summer. Für ein blaues Mana, ihr kontert eine Instant oder Sorcery, seine Nebesche zahlen ein Mana und für jeden Zauber, der in diesem Zug gespielt wurde, auch die vom Gegner. Das wird bei Storm nicht vergessen, das gilt auch für den Gegner, wird er halt mit Storm kopiert. Dann kommen wir zu einem Massaker, das ist ein persönlicher Favorite von mir, weil ich ja, wie manche Leute ja wissen, so einen kleinen Fable für weiße kleine Hatebeers habe. Und weiße kleine Hatebeers werden halt von Massaker ziemlich einfach vernichtet. Gerade auch, weil das Ding einfach umsonst ist, wenn der Gegner eine Ebene kontrolliert und ihr einen Sumpf, was 80% der Zeit funktioniert und auch passiert. Und dann ist das für 4 Mana ziemlich gut. Dann spiele ich noch zwei Surgical Extraction. Surgical Extraction einfach nur, weil aktuell muss man halt gegen was, gegen Uro, haben. Und das ist einfach, ich hasse diese Karte so sehr und ich bin so froh, wenn sie aus dem Format raus ist. Dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Das ist schrecklich. Naja, Surgical nimmt halt eine Karte aus dem Friedhof, aus dem Deck, aus der Hand und alle mit demselben Namen nimmt es halt auch raus. Und das ist halt auch gut, wenn der Gegner schon vor so will im Friedhof hat, aber man boardet es meistens nur gegen Leute, die wirklich schneller sind in der Combo als wir, zum Beispiel so Reanimate oder ähnliches. Oder eben man benutzt es, um Uro zu besiegen, weil Uro nervt. Und meine letzte Karte ist ein persönlicher Favorite, den ich einfach in fast jedem Sideboard spiele. Ich spiele ihn in Elfen, ich spiele ihn in Ninjas mittlerweile, ich spiele ihn in Devon Texas Mainboard. Und ich gehe mittlerweile fast gar nicht mehr ohne irgendwo einen Karakas in den 75 aus dem Haus. Was einfach daran liegt, dass man damit so viele Kreaturen handeln kann, die einen stören. Man kann End of Turn, kann man eine Talia bouncen, man kann einen Gaddock bouncen, man kann sich gegen Marit Lage beschützen, man kann einen Grizzlebrand bouncen. Es gibt so viele legendäre Kreaturen, die uns stören, die einfach damit gehandhabt werden und ist einfach so eine Allround-Waffe. Auch gegen sowas wie Death in Texas noch ein zusätzliches Land reinzubohren, ist nicht verkehrt. Deswegen bin ich mittlerweile von Karakas sehr hart überzeugt in diesem Deck und ich werde es auch immer weiterspielen. So, es gibt für dieses Deck eine Menge Maybe-Karten, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde. Ihr werdet die in früheren Deck-Texts von mir schon gesehen haben. Ich habe das Deck ja nun mal schon ziemlich lange und ich habe damals auch schon mal ein paar Deck-Texts zu gemacht. Und da werden bestimmt in Zukunft auch noch Deck-Texts zu kommen. Deswegen langweile ich euch mal nicht mit Maybe-Karten, sondern ich würde euch gerne erzählen, warum man dieses Deck spielen sollte. Und zwar ist dieses Deck ein Fast-Combo-Deck. Ihr geht wirklich durch eine Menge Hate easy-peasy durch, ihr rennt wirklich den Gegner kaputt und könnt einfach durch den Hate vom Gegner sehr gut durchspielen. Das Deck ist allerdings kein Turn-1-Deck wie Goblin Jarbelcher oder The Epic Storm. Die Epic Storm ist ja so ein ähnliches Deck wie Hidas, wo man einfach nur versucht, in Turn 1 oder 2 einen möglichst großen Storm hinzubekommen. Dieses Deck mit Ahn-T ist immer genau dann gut, wenn Tess nicht gut ist. Was einfach daran liegt, dass AMT ein sehr viel konstanteres, stabileres und auch einfach effektiveres Stormdeck ist, ab Turn 2 plus. Natürlich kann dieses Deck auch einen Turn 1 Kill hinlegen. Ich glaube, ich habe auf Kamera irgendwo einen, in irgendeinem der Gameplays, die ich habe. Aber grundsätzlich ist es einfach ein stabiles Combo-Deck, welches relativ einfach mit mehreren Spells durch mehreren Hate durchspielt und eben dann gewinnt. Für Anfänger mittelmäßig gut geeignet. Aber wenn man sich ein bisschen was mit Zahlen auskennt und die Gegnerdecks kennenlernen möchte und wirklich mit ihnen auch interagieren möchte, ist das auf jeden Fall ein Combo-Deck, auf das man gehen kann, wenn man natürlich ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Das ist der große Nachteil. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.